Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich befinde mich hier am Eid an der Ostsee und möchte gerne heute ein bisschen angeln, und zwar mit dem Bellyboot. Ja, was soll ich sagen, ich habe meine Route dabei und natürlich auch mein Bellyboot. Ja, das ist mein Bellyboot, das heißt Otze, weil es aus Gummi, ist ein Gummischlauchboot und es ist Ostsee geeignet. Ja, meine Angel, eine kleine Route, eine Bellyboot-Route von höchstens 2,50 Meter Länge. Ja, ein Eimer mit Anker. Ja, das muss man schon haben. Und wir haben super Wetter und die See ist wie eine Badewanne. Ja, hallo. Ich bin nochmal, ich sitze jetzt endlich im Bellyboot und jetzt geht es raus in die Howachter Bucht, hier vom Eid aus. Die erste Zeit werde ich schleppen und nicht, dass ihr euch wundert, ich angle hier mit Tauwurm, weil wir haben noch Frühjahr, die Heringe sind da, der Krebs kommt so allmählich und die Butt, die nehmen den genauso gerne, aber die Meerforelle auch, weil die kennen die noch aus dem Süßwasser, wo die hochgezogen sind zum Laichen. Also Tauwurm im Frühjahr und übrigens auch im Sommer. Wenn die Krebse kommen, dann ist der Tauwurm auch der Köder. So, wird geschleppt auf Grund mit Wurm. Wenn da irgendwo so ein Butt liegt, ich hoffe, dass er dann den Köder nimmt. Ja Leute, der erste Dorsch ist gefangen. Fängt schon gut an. Und zwar auf Tauwurm, der hat auf Schleppsystem gebissen. Ja. Also der Tauwurm, das ist schon der Köder hier in der Ostsee. Wer es nicht glaubt, der sei überzeugt. Und ist so schön friedlich hier draußen. Ja, und wieder ein Dorsch auf Tauwurm. So, bis jetzt drei Ostseetiger auf Tauwurm. Der Jig hat es leider nicht gebracht. Tauwurm ist doch besser. Ich fahre übrigens nicht weit raus, also höchstens so 300, 200 Meter. Weiter nicht, also wenn das überhaupt so weit ist. Da hier irgendwas ganz Ungewöhnliches am Tauwurm. Das ist ein Seeskorpion. Ja, der hat also ganz fiese Stacheln und den werde ich ganz vorsichtig abhängen. Na, vielleicht kann ich den noch irgendwie, ist schlecht, wenn man Kameramann ist und alles in einer Person. Ah, mal gucken. Da ist er, da spreist doch die Schacheln ab. Nicht, da hat überall Hörner und Stacheln und nicht. Ist so mit dem Rotfeuerfisch aus dem Pazifik verwandt. Ich möchte die auch nicht so ohne weiteres anpacken, denn das kann böse Entzündungen geben. Ich werde ihn jetzt abhängen vorsichtig und wieder freilassen. Hier nochmal der Seeskorpion von Nahm. Wird er vor sich abgehangen, das geht nur mit Zange. Ich schleppe quasi das System mit dem Tauwürmern über den Grund. Und das ist eine gute Sache. Da hinten am Horizont, das ist Weißen Haus. Und hier schwenke ich mal so rüber, das ist dann der Eid. Das da hinten eigentlich die Eiserklippe.
Da geht es hoch. Wachen Sie uns. Da beißt einer. Da wollen wir mal Spur lassen. Das sah mir aus, als wenn das ein Butt wäre. Und Spur lassen. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, aber hier ist eine Scholle. Man sieht das an der roten Punkte. Auch Tauwurm. Für die, die es nicht glauben. Man muss jetzt im Frühjahr auch nicht so weit raus mit dem Bellyboot. Der Fischer sitzt ziemlich nah an der Kante. Der Dorsch hat abgeleicht, der Butt noch nicht. Der ist im Mai dran. Und ja, man muss also wirklich nicht weit fahren. Ja, hier hat man einen schönen Blick nach Seelendorf rüber. Seelendorf ist links, Hovacht ist rechts und Lippe ist geradeaus. So, jetzt haben wir mittags eine kleine Beißflaute eingetreten. Aber aufgeben, das will ich noch nicht. Ja, eine schöne Klische, guckt mal. Auch wieder auf Tauwurm. Ja. Da oben der andere Tauwurm, unten der andere Tauwurm mit dicker Fisch dran. Geht also. Und das ist eine schöne, guck mal. Gut, also mit dem Tauwurm habe ich jetzt bis jetzt sehr gut gefangen. Ich sehe ihn mittlerweile als eine echte Alternative zum Wattwurm. Wenn man bedenkt, dass der Wattwurm hier oben bis zu 25 Cent kostet, den Tauwurm schon für 18 Cent bekommen kann, ist das für mich keine Überlegung mehr. Fangen tut der Tauwurm genauso gut wie der Wattwurm und ganz im Gegenteil, er ist noch robuster, zäher und einfach nur ein super Köder. Ja, hatte gerade einen kleinen Schauer gegeben mit Regen und dabei habe ich dann noch eine Klische gefangen, aber es sieht ja schon gut aus da unten, hängt schon einiges am Galgen. Ich muss sagen, das mit dem Tauwurm, das hat sich echt gelohnt. Ich werde keine Wattwürmer mehr kaufen. So, der Film ist jetzt zu Ende. Ich habe sehr gut gefangen, der Fischgalgen ist voll. Ja, wünsche ich nur noch viel Vergnügen mit diesem Film und seid wieder dabei, das nächste Mal wieder heißt Angeln mit Charlie. Tschüss!